Auch hier auf dem RTG-Account werden wir die 80er Spielerwahlkarten aufmachen. Eins von drei seltene Goldspieler, meine Freunde. Wir testen hier nochmal auf dem RTG 100 Tage lang, was erreicht man in FIFA 23 ohne FIFA Points. Vorher gucken wir uns mal kurz mein Team an, um mal zu sehen, was wir da noch so brauchen können. Das ist hier auf meinem RTG-Account mein aktuelles Team. Eigentlich sieht es schon ziemlich nice aus. Ich weiß, dass viele immer sagen, ich soll endlich mal Mo Salah tauschen, aber ich finde ihn eigentlich ziemlich nice da drüben auf der rechten Seite. Er macht seine Sache echt gut. Ansonsten Son, MAP, bin ich echt zufrieden. Ruben Diaz und Blau gezogen. Allison, SBC habe ich gemacht. Eigentlich ist es ja auch komplett, sag ich mal. Ja. Vorne, Ødegaard, bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich habe eigentlich auch noch Del Piero im Verein. Ja, mal gucken, ob wir den noch mal irgendwie austauschen. Lasst gerne gleich ein Abo und ein Like da. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir gehen rein. 3, 2, 1. Let's go. Ziehen wir auch hier einen Tots? Das ist die Frage. Jordi Alba, fangen wir erstmal an. Beim Main-Account haben wir ja schön bei der 6. Karte oder so einen Tots gezogen. Zwar irgendwie aus der Super League, aber ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir davon 10 Picks einen Tots gehabt. Mal gucken, hier haben wir bloß 7. Ob wir das hier auch schaffen? Ja. Nehmen wir natürlich Müller und hauen ihn irgendwo eine SPC drin, ist ja klar. Und ich habe dann noch hinterher noch 3 Packs zum Öffnen, ne? 3 so eine normalen League, 2 so eine normalen League, One Packs und immer, weiß ich nicht, 82 plus irgendwas. Müssen wir mal gucken. 10 Münzen Pack haben wir auch noch, meine Freunde. Also, kleben ein bisschen dranbleiben, würde ich sagen. Und einfach genießen. Die letzten 2 Karten, meine Freunde. Kommt denn da noch was? Ey, Leute. Klar, nehmen wir zweimal Müller hier. Okay, auf jeden Fall haben wir bei den Spielerwahlkarten hier keinen Tots gezogen. Dafür haben wir natürlich zweimal Müller und Sané, De Vio noch und Jordi Alba. So ist es ja eigentlich ja nicht schlechte Pick aus 7 Dingern. Leider kein Tots. Wie gesagt, man kann ja nicht immer Glück haben. Ist immer ein kleines Glücksspiel. Wir machen mal die Packs auf, meine Freunde. Oh, schon. Jetzt haben wir noch mal schnell SPC gemacht. Luke de Jong halt noch schnell fertig gemacht. Dafür musste ich ja Müller abgeben. Team of the Season Spieler. Halt noch irgendeinen Schrottspieler drin gehabt. Dafür haben wir noch mal ein gemischtes Spielerpack gekriegt und so ein seltenes kleines Tier. Und was haben wir noch? 2 Goldspielerpack. Okay. 81 plus und 8 League One Spielerpack. Ja, die ziehen wir uns natürlich jetzt alle noch mal rein. In der Hoffnung, dass wir da noch irgendwie einen Tots draus kriegen. Und kein Bronze-Spieler. Nächste Pack. War auch wieder so ein gemischtes Ding. Und es wird nix. 2 seltene Goldspieler. 81 plus. Jetzt vielleicht was geiler drin wie 81 plus. Lappen ihn auf jeden Fall an. Ja, ist okay. Merino. Ich meine, was soll man denn in so eine Packs denn erwarten, ja? 8 League One Spieler, 3 davon selten. 2 Packs haben wir. Nein, das war erstmal nix. Und eins noch. Auch nicht. Nicht mal die Lampen an. Okay. So, kommen wir noch zu dem schönen 10 Münzen Pack, was wir hier noch haben. Let's go. Richtig teuer eingekauft für 10 Münzen. Lampen gehen zwar an, aber wir ziehen Radecki. Okay. Okay. Wir können ja noch mal das Goldpack aufmachen. Da haben wir auch noch was zum Schnuppern. Gucken wir mal kurz drin, was da noch so drin ist. So richtig ja nicht. So richtig jaunisch. Okay, meine Freunde, diesmal haben wir hier auf dem RTG-Account nichts gezogen. Mal gucken, ob ich heute Abend noch mal so ein paar Spieler kaufe und noch mal ein paar Picks mache. Wenn da natürlich was Geiles drin ist, wird da natürlich auch ein Video von kommen. Ansonsten war das jetzt eigentlich für die 7 normalen Picks, die wir da hatten, die Spielerwahlkarten. Ja, war jetzt nicht so schlecht gewesen. Wie gesagt, man muss eigentlich immer so ein paar mehr machen. Ist dann auch schon ziemlich Glück, wenn man da bloß so ein paar macht und dann wirklich was Geiles draus zieht. Aber nichtsdestotrotz, wir bleiben weiterhin dran und euch weiterhin viel Spaß mit den Videos.